viel relevanter ist natürlich der Vergleich mit dem Jahr 2019. Das ist die grüne Linie, die Sie da auf dieser Grafik sehen. Und da sieht man, dass wir uns immer stärker dem Niveau der Arbeitslosigkeit von 2019 zum gleichen Zeitpunkt annähern. Wir liegen noch rund 11.000 Personen über dem Niveau von 2019. Also eine Annäherung, die jetzt fast unerwartet schnell passiert ist. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell im Juli 2021 bei 6,7% im Vergleich zum Juli 2019, wo sie bei 6,5% gelingen, also 0,2 Prozentpunkte Unterschied noch. Auch die Zahl der Schulungsteilnehmer geht zurück. Sie sehen das auch ein bisschen an der Differenz zwischen der blauen und der orangen Linie hier. Wir haben im Moment 62.000 Personen, die in Schulungen sind, zum Teil natürlich in der Corona-Job-Offensive, unser Schulungsprogramm. Das sind um 10.000 Personen weniger in Schulungen als noch vor einem Monat. Auch da gibt es eine relativ starke Dynamik. Das liegt einfach daran, dass es sehr, sehr viele offene Stellen gibt und dass Menschen, die Schulungen, Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen sind, am Arbeitsmarkt einfach sehr gefragt sind. Wir haben ein Rekordniveau an offenen Stellen. Es sind derzeit 113.000 offene Stellen beim AMS gemeldet. Wir wissen, es gibt natürlich darüber hinaus auf den verschiedenen Plattformen noch weitere offene Stellen. Wenn man die Lehrstellen dazu rechnet beim AMS, sind es über 120.000 offene Stellen, die aktuell verfügbar sind. Auch das gab es noch nie und spiegelt die starke Dynamik am Arbeitsmarkt in Österreich wider. Natürlich gibt es noch Bereiche, die von der Pandemie und von der Wirtschaftskrise betroffen sind. Wir haben immer noch eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit. Und es ist, glaube ich, allen klar, dass diese Langzeitarbeitslosigkeit nicht von heute auf morgen gesenkt werden kann. Glücklicherweise ist sie aber auch schon zurückgegangen. Der Höchststand der Langzeitarbeitslosigkeit lag bei 148.000 Personen, die länger als ein Jahr als arbeitslos gemeldet waren. Wir sind derzeit Ende Juli auf 130.000 circa. Das sind 18.000 Personen per Saldo weniger, die langzeitarbeitslos sind, als noch vor einigen Monaten, vor zweieinhalb Monaten genau genommen. Wie schaut die Branchenentwicklung aus? Der Rückgang ist am stärksten, und das überrascht nicht, im Bereich des Tourismus, also Hotellerie, Gastronomie, Beherbergungswesen. Da hat sich die Arbeitslosigkeit fast halbiert. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel um den gleichen Zeitpunkt, also im Juli 2020, und da ist die Sommersaison ja teilweise gar nicht so schlecht gelaufen, 51.000 Personen in diesem Bereich arbeitslos gemeldet. Im Moment sind es 27.000 Personen, die in diesem Bereich arbeitslos gemeldet sind. Aber auch in allen anderen Bereichen, im Handel, im Bereich der Warenproduktion, im Bereich der Dienstleistungen, außerhalb des Tourismus, gibt es überall einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Was die regionale Verteilung betrifft, glaube ich, ist auch ganz interessant, kurz auf die Bundesländer zu schauen. Wir haben zwei Bundesländer, die das Vorkrisenniveau von 2019 schon erreicht haben im Juli. Da sieht man die Entwicklung über ganz Österreich, aber wie geht es auf die Bundesländer ein? Also wo die Bundesländer schon unter dem Niveau von 2019 liegen im Juli-Vergleich, das ist Kärnten und Niederösterreich. Oberösterreich, Burgenland und Salzburg haben annähernd das Vorkrisenniveau erreicht. Und es gibt eben Bundesländer, wie zum Beispiel Salzburg und Österreich, Oberösterreich, wo die Zahl der offenen Stellen auch fast gleich hoch ist wie die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen und wo die Arbeitslosenquote schon unter 4 oder um die 4% liegt, was man normalerweise mit Vollbeschäftigung auch definiert. Bei Männern und Frauen hatten wir immer etwas die Sorge, dass sich die Krise verfestigt. Glücklicherweise ist da auch, gerade durch die Öffnungen jetzt in den dienstleistungsstarken Branchen, eine starke Verbesserung eingetreten. Auch die Frauenarbeitslosigkeit ist stark zurückgegangen und sie liegt weniger hoch über dem Vorkrisenniveau, als das bei Männern der Fall ist. Das heißt, diese Lücke, diese Kluft zwischen Männern und Frauen in der Entwicklung der letzten Monate hat sich geschlossen. Es war so, dass Männer zuerst aus der Arbeitslosigkeit
gekommen sind im Durchschnitt, weil eben die Branchen, wo Männer stärker vertreten sind, der Bau, die Warenproduktion, früher an Fahrt gewonnen haben und die dienstleistungsstarken Branchen eben durch die Öffnung erst später die Arbeitslosigkeit reduzieren konnten. Aber jetzt hat sich das fast ausgeglichen. Trotzdem haben wir, und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, das Förderbudget, die Förderzielsetzung im AMS nach Geschlecht verändert. Wir haben noch einmal die Überförderung von Frauen erhöht. Das war die Regel, dass 3,5% mehr an Geldern für Frauen im AMS-Budget eingesetzt werden, als der Anteil der Frauen an der Arbeitslosigkeit ist. Und jetzt haben wir das auf 4% erhöht. Das heißt, es werden trotz weniger Frauen in Arbeitslosigkeit wahrscheinlich mehr als 50% der Mittel des AMS für Frauen und für Frauenbeschäftigung, insbesondere natürlich für Qualifizierungsmaßnahmen, verwendet. Ja, wie wird sich der Arbeitsmarkt entwickeln? Vielleicht am Schluss noch ganz kurz. Wir haben vor vier, fünf Monaten im Februar, März mit einer Arbeitslosigkeit so um 330.000 bis 350.000 Personen im Sommer gerechnet. Jetzt liegen wir bei fast 280.000, also um 50.000 bis 70.000 Personen weniger, also deutlich besser, als wir das erwartet hatten. Jetzt sind natürlich keine so deutlichen Rückgänge mehr zu erwarten in den nächsten Monaten. Saisonal wird natürlich auch die Arbeitslosigkeit wieder steigen. Das beginnt schon im August und setzt sich dann im Herbst fort. Wie das genau dieses Jahr sein wird, kann man gar nicht so einfach voraussagen, weil es doch ein sehr spezielles Jahr ist, aber es wird natürlich keine Rückgänge im Bestand der Arbeitslosigkeit geben, aber wir erwarten schon, dass wir uns noch weiter der Vorkrisenarbeitslosigkeit, dem Niveau vor der Krise, annähern. Allerdings erwarten wir nicht, dass wir das Niveau vor der Krise erreichen. Ganz entscheidend wird natürlich sein für die weitere Entwicklung, dass es keine Einschränkungen mehr braucht im Herbst. Insofern ist der Impffortschritt auch ganz entscheidend für den Arbeitsmarkt. Und noch einmal der Appell an alle, die können, sich möglichst rasch auch impfen zu lassen, um eben sicherzustellen, dass es im Geschäftsbereich, im Bereich des Handels, im Bereich der Gastro, im Bereich des Tourismus, der Hotellerie keine größeren Einschränkungen mehr braucht. Muss ich mal dazu sagen, es gibt ja auch Einschränkungen. Es gibt Einschränkungen im Sinne des Zutritts, es gibt Einschränkungen beim internationalen Reiseverkehr, all das wirkt sich natürlich noch aus am Arbeitsmarkt, aber glücklicherweise nicht mehr ganz so stark, wie das noch vor zwei Monaten der Fall war. Am Schluss noch zwei Worte zum Thema Kurzarbeit. Wir haben die ersten Zahlen für den Juli, die Kurzarbeitsphase 5. Allerdings sind die noch nicht aussagekräftig, deswegen präsentieren wir sie auch nicht, weil bis ungefähr Mitte August rückwirkend mit Anfang Juli auch Kurzarbeit beantragt werden kann. Und deshalb ist es noch zu früh, hier eine Bilanz zu ziehen. Man kann aber sagen, dass die Kurzarbeitsnutzung substanziell geringer sein wird als Ende der Phase 4, also im Juni. Wie genau geringer, wäre jetzt noch unseriös zu sagen. Der Trend ist also aus unserer Sicht weiterhin positiv, was den Arbeitsmarkt betrifft. Wir werden jetzt daran arbeiten, und das wird der entscheidende Punkt sein, dass der Aufschwung anhält, dass der Wirtschaftsstandort und der Arbeitsmarktstandort Österreich weiter an Fahrt gewinnt und diese Fahrt auch beibehält. Da geht es um strukturelle Dinge. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns auch verschiedene Regeln am Arbeitsmarkt anschauen. Im Moment ist unser Standpunkt, wir warten den August noch ab und sehen dann vielleicht etwas klarer, wie sich die Lage entwickelt. Und dann entscheiden wir, ob wir in eine breitere Diskussion über eine größere Reform eintreten. Und das wäre dann aber erst natürlich erst im Herbst der Fall. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.